Willkommen zurück bei Elden Ring Shadow of the Tree. Mesma und Gaius sind beide besiegt. Was für ein Stream und wie gut das geklappt hat, oder? Gestern. Ich bin begeistert und zufrieden. So. Heute war recht anstrengend. Ich bin auch deswegen nicht ganz so energiegeladen wie gestern zum Beispiel. Gestern war Sonntag, gestern war super. Wir machen so ein Stündchen nur. Stündchen eineinhalb, mal gucken. Und es steht ja wieder ein Bosskampf bevor. Ist überhaupt voll geladen oder was hier los? Nee. Schade. Ja, mal gucken. Also wir haben ja wieder einen Bosskampf vor uns. Wir reiten aber nochmal durch die Ruinen von Rau und kämpfen dann hier gegen was auch immer hier die Kirche der Knospe bewacht. Waren wir hier eigentlich drauf? Ich glaube nicht, oder? Hm. Und wir sind gar nicht weiter hier auf diese Schale eingegangen, auf den Skadu-Baumkelch. Erinnert mich natürlich ein wenig an hier. Die Schmiede der Riesen. Keine Ahnung, was da reingelegt wird. Und generell auch, was das hier für ein Tor war. Vielleicht das Portal, durch das America ins Zwischenland gegangen ist. Vielleicht. Gut, wir nehmen wieder die Krummschwerter, oder? Ich meine, wir können, glaube ich. Ja, wir nehmen wieder die Krummschwerter. Wäre echt die Frage, ob man dann in einem, keine Ahnung, New Game Plus 2 oder so, sagt, man geht wirklich so auf Glaube und macht auch ein bisschen was mit Anrufungen. Wir haben ja im ersten Durchlauf. Wir haben ja im ersten Durchlauf sehr großzügig die Schimmersteinzauberei gemacht. Aber nie so richtig Anrufungen, sondern eher nur mit dem Schwert gekämpft, mit dem Reliktschwert. Aber Anrufungen an sich haben wir nie gemacht. So, ja, wir haben übrigens gestern komplett offline gespielt. Also nicht nur den Bosskampf gegen Mesmer, sondern auch gegen Gaius waren wir im Offline-Modus. Jetzt sind wir wieder online. Wir lesen trotzdem recht wenig Nachrichten, wie immer, und reiten jetzt einmal hier lang. Ich weiß, das ist recht weit, wir haben aber hier den Sprung. Vielleicht kürzte uns das irgendwie ab, ich habe keine Ahnung. Punkt. Komme ich da überhaupt wieder hin? Wir schauen mal. Ah, das finde ich ja ganz geil, dass wir jetzt vom Bergfried aus, da haben wir gegen Gaius und Mesmer gekämpft, jetzt noch einmal durch die Ruinen durchreiten, einfach nur nochmal, um so ein bisschen Spielwelt und Spielgröße genießen und so weiter und so fort, Atmosphäre genießen, statt jetzt einfach nur Bosskampf, Bosskampf, Bosskampf. Das wäre... Das würde dem Spiel nicht gerecht werden. Ah, okay. Let's ride, let's ride. Jetzt ein Skadu-Bomb-Fragment. Verehrte Geisterasche? Also kann man die wirklich farmen, ja? Das ist ja absurd. Aber die Skadu-Baumfragmente kann man nicht sammeln, oder? Gar nicht so schwierig, oder? Hier hinzukommen.
Geil. Haben wir das schon? Ja, okay. Genau, hier hat er ja sein restliches Fleisch niedergelegt. So. Und von hier aus führt der Weg jetzt rüber. Aber dann kommt der Kelch und wir müssen schnell nach rechts springen. Ja, okay. Ich bin gespannt, ob ich den Weg wieder finde. Wow. So, hier haben wir jetzt nämlich diesen Sprung aktiviert. Aber wo bringt er uns hin? Okay, es ist ein Shortcut. Aha. Genau, und hier hoch, okay. Und dann sind wir schon oben. Ja, war doch okay. Guck mal. Keine Ahnung, 6 Minuten oder so. Ja. Viel geiler, als nur schnell zu reisen. Muss man irgendwas dazu sagen? Wunderschön. Okay, wir haben hier überall dieses Scharlach-Fäule-Zeugs. Also ich gehe mal davon aus, dass wir irgendwie vielleicht so ein Viech haben. Ich weiß es nicht. Hier waren wir auch noch nicht. Ist hier irgendwas? Nö. Da unten waren wir ja, genau. Wir haben jetzt recht viele Runen, ne? 230.000. Ja. Wir gehen mal ein paar Steine kaufen. Ist ja wurscht. Einfach nur, dass wir die jetzt nicht verschwenden. Wäre halt zu schade, jetzt zu sterben. Ich glaube, das sind die von... sind das die von der... tanzenden Löwenbestie? Das ist mir halt zu schade. Mit einer Rune gehen wir rein. Das ist doch schön. Okay. Ja, wie gesagt, 7 Minuten einfach nochmal dahin zu reiten und das nochmal die Spielwelt sich anzugucken. Ich meine, wir haben jetzt den Shortcut benutzt. Normalerweise mussten wir durch die Ruinen durch. Dann wird der Weg natürlich nochmal länger. Durch den Shortcut waren wir jetzt ein bisschen schneller. Aber trotzdem machbar. Ja, ich könnte jetzt pokern und sagen, wir gehen auf Scharlachfäule, weiß ich aber halt nicht, deswegen gehen wir einfach mal hier drauf. Ist das denn gegen alles? Gift und Fäulnis. Immunität ist Gift und Fäulnis, erhöht das hier nicht. Das hier wäre gegen Scharlachfäule. Wir gehen mal mit dem... Wir wissen es ja nicht. Wir wissen es nicht. Wir tryen mal. Wir lassen auch mal die Rüstung an. Wir gucken einfach mal, wie gut es klappt.
So. Ja, geil. Boah, nehmen wir viel Schaden durch die Rüstung. What? Ach du Scheiße. Was? Was? Also ja, Scharlachfäule ist schon mal richtig. Was? Das war ja richtig schlimm. Ja, und ob, ja. Wir machen halt voll wenig Schaden, ne? Romina, Heilige der Knospe. Okay, ich... Ich komme nicht hinterher. Oh, die Schmetterlinge, wie schön. Ich komme nicht... Ich glaube, die ist ein guter Blockboss, ne? Also sehr viel von allen Richtungen. Ich muss da mal drauf klarkommen gerade. Wir lassen Seppuku mal weg. Ich brauche gerade einfach nur Zeit. Ich muss mich dran gewöhnen. Ich muss einfach gucken. Ja, die ist, glaube ich, knackig. Ich bin halt gestaggert, Mann! What the fuck?
Echo der heiligen Knospe. Okay, okay, ja, okay. Okay. War sie jetzt auch ein Spross von Melania vielleicht? Ich will auch noch mal eine Sache korrigieren, die ich gesagt habe. Natürlich sind die ganzen Gegner hier oder generell alle hier nicht alle tot. Weil ich habe das so dargestellt letztes Mal, dass Gaius ja tot ist. Ein toter Albinaurik. Natürlich sind hier nicht alle tot. Das Reich der Schatten ist ja nicht das Reich der Toten wie die Shadowlands in World of Warcraft, sondern das Reich der Schatten war ja mal nicht das Reich der Schatten, haben wir ja schon gehört. Und Mesma zum Beispiel war ja auch nicht tot. Okay. Wer war das? Nachdem die Kirche niedergebrannt wurde, entdeckte Romina ein verzerrtes göttliches Element, aus dem sie die Scharlachfäule kreierte. Kreierte. Vielleicht finden die Knospen so erneut Anklang in den verkohlten Überresten. Nochmal. Nachdem die Kirche niedergebrannt wurde, die Kirche der Knospe. Wahrscheinlich von Mesma. Entdeckte Romina ein verzerrtes göttliches Element, aus dem sie die Scharlachfäule kreierte. Meinen die wirklich kreierte? Schaffen, gestalten. Eigenes persönliche Prägung hervorbringen. Okay. Das ist ja wack. Das war irgendwie so ein, weiß ich nicht, Tausendfüßler, Skorpion, Menschenverschnitt. Also keine lore-technische Verbindung zu Melania? Außer, dass die Scharlachfäule etwas Göttliches ist? Well, well. Das haben wir doch gut hinbekommen. Was war das jetzt? Dritter Versuch? Okay. Also schlimmer als Mesma. Wir hatten auch Glück. Also die hat mich ja so komisch mitgenommen, zwei, dreimal. Aber kein... Nichts von Ladder. Das ist halt merkwürdig, ne? Hm. Okay. Kirche der Knospe, Kirche der Knospe. Wir schauen mal, was wir Schönes bekommen können. Ihre Rüstung. So ein Scharlachfäule-Suit. Wäre doch ganz cool, eigentlich. Stangenklinge der Knospe, Waffe Rominas, der Heiligen der Knospe. Eine scharlachrote Glewe mit einer herunterhängenden, knospenähnlichen Klinge. Angriffe verursachen Fäule. Einst hielt Romina die Knospe inmitten der bröckelnden, brennenden Kirche in völliger Stille. Diese Knospe sollte zu ihrer Klinge werden. Rominas Reinigung durchdringt die Klingenspitze mit Scharlachfäule-Schmetterlingen, bevor zwei große, aufladende Hiebe folgen. Dies galt einst als heiliger Akt der Reinigung. Mhm. Verrottete Schmetterlinge. Beschwört eine Myriade von Schmetterlingen, während ein sanfter Wirbel ausgeführt wird. Die Schmetterlinge brechen bei Berührung auseinander, zerstreuen Fäulnis und lösen eine Kettenreaktion aus. Die Scharlach-Schmetterlinge sind wie die Flügel der Göttin der Fäulnis. Da sie keinen Meister hatten, wurden sie von Romina besänftigt, die ihnen die Hand reichte. Okay, aber sie hat schon die Scharlach-Fäule selber aus einem göttlichen Element geschaffen, was ich sehr interessant finde. Dann ist die Scharlach-Fäule ja was Göttliches? Mhm. Nichts, schade. Schade, es wäre halt geil, ne? Irgendwas. Hm. Okay. Okay, okay. Ja, das war doch ganz gut, glaube ich. Ich bin...
Ach Gott, das sind wieder die Monumentals hier, ne? Siegelbaum untersuchen. Und da ist Belorat. Ich würde mal sagen, ja, oder? Wir machen's. Wir verbrennen den Siegelbaum mit Mesmers Zunder. Genau, was ich mir gewünscht habe, dass wir nochmal den ganzen oberen Teil der Stadt erforschen können. Ernsthaft? Und wir werden teleportiert. What? Enir Ilim. Innenwall. Ach Gott, da hinten sind, da unten sind wir über die Dinger gesprungen. Ja, jetzt sind wir ja auf der Stadt des Turms. Turms, wisst ihr? Aber hier, ich kann mich nicht Oh, wir können nicht schnell reisen. Enir Ilim. Alles unter Kontrolle, glaube ich. Göttliche Vogelkrieger Beinschutz. Geil. What? Aus goldenem Metall gefertigten Beinschutz der göttlichen Vogelkrieger, der ersten Hornkrieger. Die großen scharfen Krallen erhöhen die Wucht von Tritten. Das erinnert mich ein bisschen an den Turm von... Oh mein Gott. Sind das Menschen, die da hochkauern? So statuenartig? Das ist ein DLC.
Okay, das ist die erste Stadt. Das ist die Stadt der ersten Hornkrieger. So. Löwen. Und hier irgendwie eine Arche oder so. Ja, es gibt gerade keinen Weg zurück. Macht Leyndell echt harte Konkurrenz hier. Wow. Wow, wow, wow. Darf ich schnell reisen? Darf ich schnell reisen, wenn ich hier raste vielleicht? Erster Turm. Wir dürfen schnell reisen. Okay, weil dann würde ich ganz gerne einmal hier hingehen. Bevor wir weitermachen, wir machen sofort da weiter. Alles gut. Nur für mich selber jetzt. Wir sind ja jetzt unterhalb der Stadt. Da oben ist sie ja. Wir müssen uns das aus der Ferne auch nochmal angucken. Wenn wir hier mit dem Aufzug hochfahren, kommen wir ja dahin, wo die Tür versperrt war. Was ist denn da? Ich dachte, dass wir irgendwie auf dem Schatten laufen. Ich hätte nicht gedacht, dass wir den Schatten freischalten und dahinter nochmal eine riesige, begehbare, überdimensionale Stadt auf uns wartet. Für mich war Belurad schon unglaublich riesig. O, unser Turm, der du im Schatten versteckt liegst, o Erhabene, den Himmel durchbohrende Spirale, führe ihn sicher zu größerer Gottheit und gewähre uns in aller Göttlichkeit die Erlösung. Ja, der Schatten ist verschwunden. Krass, dann hat Mesmer den ganzen Turm in Schatten gehüllt. Und was ist hier jetzt? Das interessiert mich jetzt nämlich, weil das wäre jetzt ein anderer Weg, wie wir hier reinkommen könnten. Ah, wir treffen uns beim ersten Turm schon. Entweder hier rum oder... Ja, Tatsache. Okay. Gut, aber ist das geklärt. Und wieder dieses Schiff. Und die Ziegen auch, ne? Das sind zwei Ziegenköpfe. Enir Ilim. Könnte auch sowas Elbisches aus der Herr der Ringe sein. Und was ist das hier? Zwei Gestalten von den Hörnern des Schmelztiegels umgeben, von dem Mal umgeben, der ja nachher im Zwischenland verpönt war, aber eigentlich für die Urlebenskraft des Schmelztiegels steht? Fragezeichen. Auch alles so verdreht hier, ne? So spiralenmäßig. Wunderschön. Da waren wir. Da haben wir den Baum entzündet. Aber keine Spur von Leda, ne? Ach ne, nicht so große. Das ist dieses ganze Art-Design, das ist... Ach so, wir hätten auch einfach... Okay.
das sind die gleichen Statuen. Okay, dann gehe ich mal davon aus, dass die ganzen Ruinen hier, die Rauruinen auch von den Hornkriegern sind, richtig? Das sind noch die gleichen Statuen hier, überall. Genau, da haben wir gekämpft. Da geht es nicht weiter, da geht's raus. Da geht's unten nach Belurat. Hoch waren wir gerade, da geht's auch nicht weiter. Das heißt, der einzige Weg ist der hier. Okay. Aber müssten die nicht dankbar sein, dass wir die aus ihrem Dings hier befreit haben? Oh Gott, das... Ich bin mal so frei. Verehrte Geisterasche. Ich komme gleich zu dir, glaube ich. Menschenfliegen haben wir zusammengelebt mit den Hornherolden? Das ist ja interessant. Mhm. Scheint jetzt deren Lore noch, dass die versucht haben, Hornherolde zu werden oder so. Ja, warte kurz. Das ist eine Falle. Jo. Es ist wirklich vom Art Design her ein Meisterwerk, das ganze DLC. Ich lege mich endgültig fest. Also das ganze Art-Design ist ein Traum. Von der Grabfeldebene, wenn ich euch da mal daran erinnern darf, dass wir das DLC vor so vielen Spielstunden angefangen haben. Schloss Ensis, was schon so geil war. Belurat. Der Schwarze Bergfried. Der Schattenbergfried. Dann hatten wir hier unten da das himmelsblaue Ufer. Komplett. Die Ecke mit der Drachenleiche. Den Klinggipfel. Jetzt noch das hier. Die ganzen Rau-Ruinen und alles. Es ist doch... Guckt euch das mal an hier. Was ist denn das? Ach, guck mal, da ist so ein sprießendes Horn in der Mitte, oder? Aber hier? Sind das Menschen? Oder Hornherolde? Also das ist auf jeden Fall ein Hornherold hier. Sogar mit Kopf. Ja, also ich verstehe das wirklich so. Die Hornherolde sind eine der ältesten Lebensformen, sehr nah am Schmelztiegel. Und für deren Rituale machen die diese Töpfe, warum auch immer, diese Menschentöpfe. Die haben aus Schamandorf die Leute entführt. Merica wollte sich dafür rächen und hat deswegen mit dem gefallenen Stern Methyr, also mit der Mutter aller Finger, die Goldene Ordnung geschaffen. Und Methyr als gefallener Stern empfängt den höheren Willen, der irgendwo im Kosmos ist. Keine Ahnung. Und dessen Worte hat sich Merica ergeben, um eben die Goldene Ordnung oder die Macht der Finger nutzen zu können.
bin tot. Nicht? Okay, Glück gehabt. Aber schlecht gemacht von mir. Besser. Besser. Sand. Es ist halt so absurd, weil keiner... Oh no. Niemand hätte sich beschwert, wenn der DLC einfach geendet hätte mit Mesmer. Niemand hätte sich beschwert und trotzdem geht es einfach weiter. Es ist grandios. Das war knapp. Da ist nämlich noch ein Item da unten. Ach, und hier sind wieder Löwen mit... Ne? Mit den Hörnern. Es sind so viele Details einfach, ne? Allein hier auch dieses Zwirbel, weil sich ja die Stadt in den Himmel erhebt. Ich weiß echt nicht... was ich dazu einfach sagen soll. Aber wer sind diese beiden Gestalten hier? Groß und klein, umgeben von diesen Hörnern? Hm. Warum ist dort eine Nachricht? Hacker. Hier wollte ich nochmal gucken, da oben kommt man aber nicht hin, ne? Ne. Spira beschwört eine Lichtspirale, die zu Füßen der Gegner ausbricht. Höhere Zauberei der Turmpriester, die als Anrufung der Spirale gewirkt wird. Verschlingt die Arme ineinander und haltet sie zum Himmel empor, um eine Lichtspirale zu beschwören, die zu Füßen des Gegners explodiert. Das Licht bleibt so lange bestehen, wie es gedrückt wird. Die Spirale ist ein normalisierender Schmelztiegelstrom. Eines Tages wird sie eine Säule bilden, die sich bis zu den Göttern erstreckt. Die Spirale, ich hab's euch gesagt. Ich hab's, glaube ich, echt so ein bisschen verstanden. Ein bisschen. Hm. Jetzt habe ich gerade die Orientierung verloren. Wenn ich hier jetzt runterspringe, wo bin ich denn? Kam ich von da? Was? Ja, okay, von da kam ich. Okay, okay, okay. Oh mein, okay, man stirbt ja gar nicht mehr. Oh, Eieieiei, jetzt dachte ich gerade echt, ich wäre dead. Hoch. 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 Genau. Habe ich irgendeinen Talisman, der Krummschwerter erhöht, verbessert Abwehrkonter? Erhöht die Resistenz gegen das euch zuletzt zugefügte Leiden, ist auch geil. Ja, Sprungangriffe, ich weiß ja nicht.
Ach. What? Können wir vielleicht fair kämpfen, Junge? Ida hat so einen Kopf. Junge, was war das denn für einer? Ja, aber man muss sagen, die Feuerritter von Mesmer waren ja auch übel. Dafür war Mesmer echt angenehm. Aber was ist hier bitte für ein Boss am Ende? Ich will's nicht wissen. Wenn das so irgendwas Hornherold-artiges ist, ah, ist schon unangenehm. Aber es ist doch nicht normal, dass jetzt schon wieder so ein Gebiet hier kommt. Es ist das, was... Es ist das, was ich mir tief im Inneren gewünscht habe. Und es fühlt sich so an, als hätte ein Entwickler, ein Storywriter, ein Gameplay-Designer, wer auch immer, verstanden, was ich für dieses Spiel empfinde. So fühlt sich das an, dieses DLC zu spielen. Ich habe Elden Ring geliebt. Es war 22 mein Rettungsanker in einer echt beschissenen Lebenssituation. Ich habe das derart gerne gespielt. Es waren so tolle Stunden, die ich das wirklich von 23 bis 7 Uhr morgens, wirklich die Nacht durch, habe ich Elden Ring gespielt, wochenlang, obwohl ich nebenbei Vollzeit gearbeitet habe. Und es fühlt sich so an, als würde man das wertschätzen und mir mehr geben. Und das fühlt sich gut an. What, what? Ich weiß nicht, wer ist das, der da oben? Ne, der hier, ne? Muss weg. Okay. Da oben ist auch einer. Aha. Oh, der Boden hier. Schön. Sand. Inquisitorinnenasche. Die Inquisitorinnenhexen führen Kerzenleuchter mit Stacheln. Einer der beiden wirkt einen Turmfluch zur Heilung von Lebenspunkten, während der Fluch der anderen ihre eigene Angriffskraft erhöht. Inquisitionen überstiegen den Horizont der Laien häufig, weshalb hohe Erfahrung als Vorteil galt. Auch hier wieder die Hörner, ne? An der Leiche. Diese Menschen da überall. Oder Gestalten. Ja, ich rush jetzt einfach mal durch, ne? Ich denke mal, alles andere wäre Quatsch. Ja, okay, habe ich verdient, okay. Wir gehen rein. Oh, meine Runen. Ah. Hier wird ja kein Bosskampf kommen, oder?
America. Mikaela meine ich. Skadobaumfragment. Geschnitzte Worte wachsen zusammen. Hier lasse ich all meine Ängste zurück. Ja, was mich ein bisschen stört, wir haben nichts von Ladder, nichts von Freya, Moore haben wir nicht mehr gesehen. Ach so. Das soll ein Witz sein, oder? Boah, guckt's euch an da. Oh yeah. Oh yeah. Lippe! Ja, so ein bisschen bringt die Heilung schon, ne? Dass wir wieder den Heiltalisman drin haben. Jetzt weiß ich aber nicht, was unten noch gewesen wäre. Wir müssen unten auch nochmal lang gehen. Sand, überall Sand. Boah, sogar da. Da habe ich nicht mit gerechnet, dass das wirklich komplett begehbar wird. Warum habe ich da nicht dran gedacht? Ich habe nur daran gedacht, dass wir über Schatten laufen. Irgendwie. Was auch ziemlich cool gewesen wäre. Kopf? Nein. Also wir haben zweimal verehrte Geisterasche gefunden, ne? Hier so und das müsste hier so gewesen sein, irgendwo. Warum Sand? Warum ist das so wunderschön hier? Sehr viel Schrift dran. Oh, ich will das alles lesen. Vielleicht verstehen wir dann, was hier vor sich geht. Asche des Hornkriegers. Dieser gut gepanzerte Wächtergeist des Turms erlangt durch göttliche Anrufung unmenschliche Stärke und führt ein krummes Großschwert, das Hörner auf seine Feinde wirft. Im Turm sind sowohl diese Krieger als auch ihre Waffen geistliche Gefäße. Geistliche Gefäße. Aha. Sogar die Leiter ist geil.
Ich glaube, die Leiter haben wir auch noch nie gesehen, oder? Ich meine, man hätte auch einfach nur aus dem Hauptspiel irgendwas zusammenkleistern können. Keiner hätte sich beschwert. Glaube ich. Keiner hätte sich beschwert. Stattdessen bekommen wir sowas hier. Es ist einfach ohne Worte, wirklich. Ich bin... Ja, geil. Das wird jetzt eine Katastrophe, das weiß ich doch. Kann man vielleicht den Backsteppen? Für so ein bisschen Crit-Schaden? Nö. Der macht Eis. Ja, die haben ja so ein bisschen Elementmacht. Ja, okay. Ich würde aber so weit gehen und sagen, dass das überwiegend daran lag, dass ich an dem Turm festhing, weil ich mich ja eigentlich heilen wollte. Jetzt versuchen wir mal nicht aufs Dach zu springen. Wir gehen mal hier weiter hoch und schauen mal, wo wir auskommen. Nirgendwo. Gut. Dann gehen wir wieder übers Dach. Okay, so, hier waren wir ja nicht. Wir sind ja runtergesprungen. Was haben wir hier? Ich schaue gerade nur mal, ob wir hier vielleicht... Hier auch wieder diese Spiralendarstellung. Jo, da ist die Kirche der Knospe. Der Schattenbergfried. Hier schließt sich der Kreis. Okay, Ort der Gnade? Nein. Okay, ich glaube, der ist outplayed, huh? Wo ist er? Er ist tot. Er ist tot. Jetzt fühle ich mich ein bisschen schlecht, weil wir den nicht besiegt haben, aber... Okay. Ein bisschen Glück gehabt. Da geht's weiter, okay. Ja, aber ich finde es sehr schön, dass wir hier nicht mit Stein der Sonnenwärme... Verbraucht Fähigkeitspunkte, um Sonnenwärme zu generieren, wodurch die Lebenspunkte in dunklen Landen füllt. Okay, das können wir schon. Ich finde es schön, dass wir hier nicht mit Gegnern zugeschmissen werden, sondern es eher wenige starke Gegner sind. Diese individuellen Kämpfe finde ich sehr schön. Aber ich muss sagen, das ist jetzt wirklich ein sehr faires Gebiet. Ich meine, der Blitztyp war okay, der war jetzt auch okay. Okay, das ist die Treppe, die kaputt ist, richtig? Genau.
Hier in der Mitte ist der Ort der Gnade. Da ist ein Item. Wie bekomme ich das denn? So. Grabvogelhelm. Kann man einfach mal machen, ne? What? Wo bin ich? Hä? Nein! Ja, es war doch mal sauber. Mann, Mann, Mann. Also die sind schlimm. Sehr schön. Aber hier, also da unten waren wir ja, ne? Da sind wir hochgekommen anfangs. Heißt das, die Brücke hat man hier rüber geführt? Da waren wir auch bei der Brücke. Das war der Weg, die Treppe hoch, da wo wir reingekommen sind, als wir von Belorad ausgegangen sind, dann die Treppe hoch. Und wir sind ja dann da lang gegangen und dann da lang und dann da hinten rum. Wir sind dann da rum und dann da drin hoch und so weiter und so fort. Und das ist jetzt inwieweit ein Shortcut? Habe ich schwere Last, wenn ich auch noch, wahrscheinlich, ne? Habe ich nicht. Geil. Es ist halt wunderschön, ne? Oh, das könnte das Finale sein, da. Also quasi hier oben. Ich habe mit dem Aufzug einen Typen geholt. Okay, also unter uns ist der Punkt hier. Wir fahren ja jetzt hoch. Aber wohin? Da war das Item. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Aber inwieweit ist das ein Shortcut? Also wenn ich das richtig verstehe, ist das ja genau, hier ist die Treppe. Okay, hier bin ich runtergesprungen. Okay. Dann bringt der Aufzug ja nur wieder hoch. Ein Steinhelm mit leicht Grüntönen gehört zu der Grabvogel-Rüstungsgarnitur. Stärkt Zauber, die Ringe aus Spektrallicht beschwören. Grabvögel sind uralte Golems und so weiter und so fort. Der war aber krass gut versteckt. Vielleicht greifen die mich ja nicht an, wenn ich das auf hab. Wer weiß, wer weiß. Also ich glaube, Tatsache, ich glaube, der für mich schlimmste Gegner wäre ein doppeltanzender Löwe. Das wäre absolut nicht, ach, das ist aber auch schon schwierig. Sturm. Jo. Alter.
Oh mein Gott, das ist nicht wirklich jetzt passiert, oder? Dass ich einfach... Okay. Jetzt ist die Frage, inwieweit ist das ein Shortcut? Das bringen wir jetzt gar nichts, oder? Wir sind jetzt hier. Aber dieser Aufzug, bringt der mir jetzt auch nur ansatzweise etwas? Nee. Oder? Nö. Ja, aber dann laufe ich ja jetzt durch. Ich will ja jetzt nicht nochmal hier gegen alles kämpfen. Right? Oh mein Gott. Ah! Okay. Ich bin verwirrt wegen dem Shortcut. Aber das war... Wir müssen das... Also ich bin verwirrt. Einfach nur vollkommen verwirrt gerade. Ich will die Gegner ungern alle immer wieder bekämpfen müssen jetzt, aber ich komme hier ja nicht hoch. Und da ist der Aufzug. Das waren 500.000 Runen, ich weiß, aber okay. Einfach keine Gedanken drüber machen. Es waren die Runen von Romina, die jetzt einfach weg sind, aber es ist okay. Junge, Junge, lass es. Aber mit den Runen habe ich ja auch schon mal gesagt, das ist ja eigentlich egal. Weil man die ja so schnell wieder zusammenbekommt. Aber ich muss trotzdem nochmal gucken wegen diesem Shortcut. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir hier immer noch keinen Shortcut haben. Und du machst jetzt wirklich hier den... Ah, toll. Nein, 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 kein Interesse. So. Wir haben diesen super tollen Aufzug hier, der uns nichts bringt. Ich meine, der Weg ist jetzt nicht schlimm, aber... Heftig, ja, irgendwie nicht. Also ich sehe jetzt nicht, wie das hier in irgendeiner Art und Weise uns hilft. Außer hier ist nochmal irgendwo eine Leiter, aber... Ne? Dann gibt's nach da oben keinen Shortcut, richtig? Oder? Steht denn hier so? Starker Feind voraus. Achtung, Heilung. Starker Feind voraus.
Alter, was ist das denn? Okay. Ja, es ist wirklich am besten direkt loslaufen. Ja, crazy, keine Ahnung. Also, durch. Ich habe auch gerade überlegt, ob wir einfach an dem vorbeilaufen sollen. Einfach erstmal hinten irgendwie einen Ort der Gnade holen. Und dann machen wir den. Ah, der ist schon echt mies. Wollen wir das mal tryen, mal vorbeilaufen? Wir machen den, versprochen. Aber wenn jetzt ein Ort der Gnade ist... Ja, macht das erheblich einfacher. Okay, okay, gut. Also der war Großschwert des Hornkriegers. Also der war heieiei, war der böse. Okay, ja, wie gesagt, das wäre jetzt war jetzt okay, dass wir den geschafft haben, aber wäre auch meine Empfehlung, durchlaufen. Ist das Ende? Ja, es wäre jetzt meine Empfehlung, durchlaufen, Ort der Gnade holen und dann... ein wenig entspannt in den Kampf starten, wenn man nicht immer neu laufen muss. Aber dass da kein Aufzug war oder sowas, ne? Von da unten kommen wir. Ja gut, der Gegner macht natürlich jetzt... Angst. Einfach, also wenn es zwei tanzende Löwen sind, dann machen wir es heute nicht. Ich glaube, da bin ich zu schläfrig für so ein richtig, also ich möchte gerne irgendwas, Konzentration ist okay, aber nicht so frustrationsmäßig, glaube ich. No frustration, please. Ja, wobei, da oben ist noch was. Da ist noch was. Hm.
Nein. That you might ascend to lordship. Why come to these lands to begin with? I suppose it must be what His Eminence, or perhaps the Erdtree, desired all along. The clashing of the favored lords. Such that one would prevail. So be it. If you insist upon facing Mikula the Kind, then I will run you through whoever you might be. Don't tarry now. Wer ist Nathan? Mach ich das? Hä? Mach ich das jetzt? Was mache ich hier? Don't you dare approach Mikula the Kind. Needle Knight's letter, Dryleaf Dane, and our allies will never allow this. I am the Red Maiden Freya. The time has come. I could not hope for a worthier foe. This is our moment. Let's make it something to remember. Aber ich will nicht. Tragedy, this is. I never could have imagined it, that you might be the Erdtree's rightful lord. Such as it is, this battle could not be more fitting for the birth of a new god and the coming of a lord. Mikula the Kind will help us forget. Alter, das ist so dumm. Alter! Ah, oh Mann! Alter. Okay. You were fine. In the world. Truly, a glorious battle. It was. Alter. I'm sorry for speaking to you as a compatriot when you stood before the withered arm. This battle I send you on. It was an honor to face a worthy war. Now go.
Hä? Also krass, dass, ja. What? Aber warum Moore? Hä? Don't you dare approach Mikula the Kind. Needle Knight's Letter, Dryleaf Dane, and our allies will never allow this. I am the Red Mane, Freya. The time has come. I could not hope for a worthier foe. This is our moment. Let's make it something to remember. So dumm im Sprung, dass man die nicht treffen kann. Alter, es ist so frustrierend mit diesem. Aber ihr Schwert ist sehr geil. Aber. Ich weiß gar nicht, ob Moore nicht das größte Problem ist, aber wir haben ja zwangsläufig dann immer mehrere, ne? Ganzen Monumentals hier. Puh. Ah, ist schon hart, dass wir dann... Don't you dare approach Mikula the Kind. Needle Knight's Letter, Dryleaf Dane and our allies. We'll never allow this. I am the Red Mane, Freya. The time has come. I could not hope for a worthier foe. This is our moment. So, wie ein Witz, ne, let's make it something to remember. Ich hab doch weiter gedrückt. Ich hatte auch eine Ausdauer, ne? Oh mein Gott. Oh mein Gott. For the birth of a new god and the coming of a lord. Ich weiß gar nicht, also ich weiß nicht, was ich so also ich finde glaube ich gar nicht so schlimm, dass wir sterben, sondern irgendwie dass das so lange dauert. Also es ist tatsächlich die Zeitspanne, die mich ein bisschen triggert. Don't you dare. Needle Knight Letter, Dryleaf Dane and our allies will never allow this. I am the Red Mane, Freya. The time has come. I could not hope for a worthier foe. This is our moment. Let's make it something to remember. Das ist so lächerlich. Ich habe jetzt mal geguckt. Also sie macht mit ihrem Zweihänder einhändig schneller Angriffe als ich mit meinen zwei Krummschwertern. Das war jetzt ein experimenteller Versuch. Also wie absurd. Ich lasse jetzt meine Runen auch liegen. Ja. Wir hartschweinen ein bisschen. Es ist spät. Ah, wir haben nicht mehr so viel Zeit eigentlich. Aber ich will es schon schaffen jetzt. Don't you dare approach Mikula the Kind. Don't you dare. Needle Knight's Letter, Dryleaf Dane and our allies will never allow this. Ich habe halt keinen Plan für Moore, ne? The time has come. I could not hope for a worthier foe. This is our moment. Let's make it something to remember. Fighting, trapped.
tragedy this is. I never could have imagined it, that you might be the Erdtree's rightful lord. Such as it is, this battle could not be more fitting for the birth of a new god and the coming of a lord. Nicola the Kind will help us forget. Oh mein Gott. You were fine. In your heart. Truly. A glorious battle. It was. Oh mein Gott. Hallo, willkommen im Livestream. Oh, drei? Ach, come on. Willkommen im Livestream, Oberon. Mir geht's super, wie man sieht. I'm sorry for speaking to you as a compatriot when we stood before the withered arm. Okay, was soll ich jetzt machen? Wie stellen die sich das vor? Ich hab. Oh mein Gott. Okay, okay. Aber das aber, also zwei, da muss man ja richtig taktisch vorgehen. Also hallo Oberon nochmal, Oberon, sprich mir das so aus, willkommen im Livestream. Mir geht's blendend, bis auf diesen Kampf hier. Also am besten muss man das ja ganz strategisch machen und gucken, dass die erst ihre Heilflasche nehmen. Beide, also Freya und Moor. Damit dann, wenn die anderen beiden kommen, der jeweils Überlebende sich nicht mehr heilen kann. Das ist aber schon ganz schön garstig. Also, wow. Don't you dare approach me. Don't you dare. Das hört sich so cool an. Dryleaf Dane and our allies will never allow this. I am the Red Maid, Freya. The time has come. I could not hope for a worthier foe. This is our moment. Let's make it something to remember. Scheiße. Fighting. Tragedy this is. Wow, ja, 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 Freya. I never could have imagined it, that you might be the Erdtree's rightful lord. Das gibt's doch nicht, dieser. Such as it is. This battle could not be more fitting for the birth of a new god and the coming of a lord. Nicola the Kind will help us. Das ist doch unfair. Das war doch jetzt unfair, oder? Wieso einiges an diesem Kampf?
Ja, und dann trifft er mich jetzt noch mit Luck. Come on. Ja, jetzt kommen ja alle, ne? This battle I send you on. It was an honor to face a worthy lord. Now go. Kann das sein, dass es irgendwie für mehr Spieler gedacht ist oder so? Also ich bin echt verwirrt. Weil das auch vom Verhältnis her irgendwie so ein bisschen. Achso, wir haben noch gar nicht gelesen hier. Krummes Großschwert der Hornkrieger, Wächter des Turms. Eine schwere Waffe, die rohe Kraft der Krieger zum Vorschein bringen soll. Die verschlungenen Hörner, die Klinge zieren, erlauben ihr als Medium für den Hornruf zu dienen. Einzigartiges Talent, Hornruf. Ruft verschlungene Hörner herbei, die Klinge der Waffe bedecken. Diese Hörner beschwören einen Sturm, der sich dreht. Vielleicht probieren wir es einfach mal mit dem Reliktschwert. Vielleicht staggert es einfach besser. Ich habe keine Ahnung. Wir tryen mal. Don't you dare approach Mikula the Kind. Needle Knight Letter, Dryleaf Dane and our allies will never allow this. I am the Red Mane Freya. The time has come. I cannot hope for a worthier foe. This is our moment. Let's make it something to remember. You and I, fighting. Tragedy this is. You might be the Earth Tree's rightful lord. Such as this battle could not be more fitting for the birth of a new god and the coming of a lord. Mikula the Kind will help us forget. Das ist aber alles so nervig. Und der Schaden von Moor mit seinem Schild auch noch, ey. Okay, jetzt machen wir Moor erstmal. Dass er sich heilt. Wie hat das denn jetzt gemacht? Genau, jetzt hat er sich schon mal geheilt. Jetzt kommt schon der dritte. Hä? Warum? Ist das Zeit? Dazu, Mann, das gibt's doch nicht.
Quatsch. Oh, Mann. Alter. Okay, also ich fand den Versuch gar nicht so schlecht. Also ich hätte eine Strategie, aber die ist halt lame. Also was könnten wir... Also ich habe eine Idee. Ist der Ort der Gnade eigentlich? Ich habe eine Theorie. Wir versuchen es mal. Wir bashen einfach unsere Welle. Unsere goldene Welle. Das sind ja die Monumentals aus Demon's Souls. Ich hoffe, da sind wir uns alle einig hier mit diesen ganzen Mönchen, die hier sitzen. Okay, also wir gehen rein gegen Freya und staggern sie weg mit dem Sprungangriff. Das ist easy. Wir meinen, unsere Talisman-Auswahl ist noch nicht optimal. Don't you dare approach Mikula the Kind. Needle Knight's Letter, Dryleaf Dane and our allies will never allow this. Red Mane Freya, the time has come. Das ist schon verarsche, ne? I cannot hope for a worthier foe. This is our moment. Let's make it something to remember. Ich hätte den Sprungangriff gemacht. Ja, und nochmal. Ich meine, die hat mich gerade aus dem... Die hat mich gerade aus dem Sprung rausgeholt, was ich bei ihr nicht machen kann. Die hat mich aus meinem Sprung rausgeholt. Und wenn sie das macht, geht das nicht. Naja, ich muss immer nur rüber gucken, wie ich selber aussehe, wenn ich mich aufrege. Und dann denke ich mir, reg dich einfach nicht auf. Das brauchst du dir und... So, okay. Ja, ist eine super Auswahl. Go. Wir bräuchten eigentlich irgendwas gegen Heiligschaden. Wäre noch ganz schön cool. Don't you dare approach Mikula the Kind. Needle Knight's Letter, Dryleaf Dane and our allies will never allow this. I am the Red Mane, Freya. The time has come. Alter. I cannot hope for a worthier foe. This is our moment. Let's make it something to remember. Und Scharlachfäule. Geil. Geil. Und den Feuerkelch. Und von ihr noch den. Ja, geil. Ich würde den. I never could have imagined it. That you might be the Erdtree's rightful lord. Such as it is, this battle could not be more fitting. For the birth of a new god and the coming of a lord. Alter.
Wir haben halt viel, wir haben viel zu wenig. Wir haben viel zu wenig hier Fähigkeitspunkte, FP dafür eigentlich, weil wir viel zu früh, wir können ja nur 3 Wellen machen. Aber in der Theorie ist das nicht verkehrt, wenn nachher, aber halt später, wir müssen schon, oder ich muss halt anfangs doch mit den Krummschwertern und dann wechseln auf das Reliktschwert. Aber Junge, Junge, man braucht halt wirklich... Let's make it something to remember. You and I, fighting. A tragedy this is. I never could have imagined it, that you might be the Erdtree's rightful lord. Und Schadenfreude. Such as it is, this battle could not be more fitting for the birth of a new god and the coming of a lord. Sinn. Also ich bin ehrlich, also ich sehe nicht, wie wir das schaffen sollen. Also, das, also einmal klappt das schlechter als vorher, aber ich sehe nicht, wie das klappen kann. Also das ist ja eine reines Bashing. Es macht ja gar keinen Sinn. Also das funktioniert gar nicht. Klar, ja, aber nee, das kann es ja auch nicht sein. Aber ich sehe es nicht. Ich sehe nicht, wie wir das schaffen sollen. Also das ist ja... Am Ende sind ja alle da. Und wie sollen die denn alle verschwinden? Also wir können das so machen. Wir können von mir aus auch vielleicht zwei Flaschen lassen. Dass wir sagen, Flaschen. Und wir machen 12-2. Gehen mit Blutung rein. Wir müssten halt im Idealfall Freya wegbekommen, ohne dass sie sich heilt. Aber ich sehe es halt nicht. Oder ich muss sie mit irgendwas abwerfen, das ihre Heilung blockiert. Aber das kann es ja auch nicht sein, oder? Oder ist es Zeit, unser Monster-Katana auszupacken? Ach, wir probieren es mal. Was soll schon passieren? Glaube ich nicht, dass das funktioniert, aber wir tryen es mal. Don't you dare approach Mikula. Don't the you dare. Needle Knight's letter, Dryleaf Dane, and our allies will never allow this. I am the Red Mane Freya. The time has come. I cannot hope for a worthier foe. This is our moment. Let's make it something to remember. Alter. And I, fighting. Tragedy this is. I never could have imagined it, that you might be the Erdtree's rightful lord.
such as it is, this battle could not be more fitting for the birth of a new god and the coming of a lord. Das Leather war auch schon. Was? Also man muss gegen drei gleichzeitig kämpfen, weil die kommen ja gleichzeitig quasi. Also ja, ist nett, aber sehe ich jetzt nicht. Also sehe ja, aber nee. Also ja, gerade das mit dem ist nett, aber ich sehe jetzt auch nicht so richtig ein, dass wir jetzt wegen dem einen Gegner jetzt hier unsere ganze Strategie ändern müssen. Aber das ist im Verhältnis zu. Es ist schon komisch. Don't you dare, Mikula the Kind. Needle Knight Letter, Dryleaf Dane and our allies will never allow this. I am the Red Mane, Freya. The time has come. I could not hope for a worthier foe. This is our moment. Let's make it something to remember. And the coming of a lord. Mikula the Kind will help us forget. Wer hat ihm diese Fähigkeit gegeben, Alter? Hätte ich das gewusst, hätte ich ihn gekillt, Alter. Ohne Scheiß. Wer hat ihm die Fähigkeiten gegeben? Problem ist ja, wenn Freya stirbt, geht das Problem erst los. Sie ist ja nicht das Problem. Es ist Quatsch. Also es ist wirklich Quatsch, glaube ich. Eieiei. Ja, ich bin verunsichert. Also entweder ist das nicht darauf ausgelegt, dass man es alleine macht. Ich habe zu viele am Leben gelassen und man hätte mehr töten müssen, damit die jetzt nicht mehr leben vielleicht. Weil Ansbach und der Hornhirold kommen ja nicht. Letzter Versuch jetzt. Ich muss morgen raus, wie gesagt, deswegen habe ich nicht endlos viel Zeit. Wir machen noch einen Versuch und dann gebe ich mich für heute geschlagen. Also es ist schon sehr frustrierend. Also ich halte mich auch zurück. Es ist schon sehr frustrierend. Dryleaf Dane and our allies will never allow this. I am the Red Mane, Freya. The time has come. I cannot hope for a worthier foe. This is our moment. Let's make it something to remember. Das ist halt so dumm. You were. Das war gut. Das war nicht gut.
glorious battle. It was. You and I, fighting. Tragedy this is. Alter, dieser Schaden, ne? Alter, wie der aber, ich wusste, dass das passiert. Wie der hinterher gesprintet ist, komplett, ich konnte nichts machen. Aber das geht, glaube ich. Also ich glaube, das geht. Also wenn wir das so machen, Freya ist weg und wir bashen dann, wir probieren es doch nochmal. Wenn wir das so machen, Freya ist weg und wir bashen dann mit der goldenen Welle durch, könnte es klappen. Die Frage ist, ob mich dann doch das mit mehr Glauben macht, damit wir da mit der goldenen Welle mehr Schaden machen. Don't you dare approach Mikula the Kind. Needle Knight Letter, Dryleaf Dane, and our allies will never allow this. I am the Red Mane, Freya. The time has come. I cannot hope for a worthier foe. This is our moment. Korrigiert im Sprung, Mann. Alter. Warum macht die denn jetzt den gleichen Angriff die ganze Zeit? Ist eine Erklärung für? You were fine. In your part. Truly a glorious battle. It was. You and I fighting. Tragedy this is. Alter, lass mich doch bitte, bitte irgendwas machen, Mann. Hau mal ab jetzt. Das ist ja richtig hart. Alter, yo. Keine Chance. It was an honor to face a worthy lord. Now go. Ja, jetzt müsste man ja sagen, mehr Möglichkeiten, die goldene Welle zu machen. Also der Ansatz ist klar, denke ich mal. So müssen wir das machen. Wir müssen Freya weghauen und dann goldene Welle.
Also alles andere ist... keine Ahnung, geht nicht. Also ich würde gerne mal wissen, also klar, es gibt wahrscheinlich wieder so ein tolles, hey, du nimmst einfach den Hammer und dann stunst du die und mit 3-4 Schlägen ist die weg. Aber ich finde es schon krass, dass wir die Boss hier eigentlich gut geschafft haben und das jetzt trotzdem so schwer ist. Das ist krass. Also es ist, vielleicht weil ich zu viel am Leben gelassen habe, vielleicht ist es wirklich wichtig, dass man die besiegt. Tötet, keine Ahnung. Will never allow this. I am the Red Mane, Freya. The time has come. I could not hope for a worthier foe. This is our moment. Let's make it something to remember. Alter, was ein Scheißversuch das jetzt schon ist. Sterb doch! Alter. This battle could not be more fitting. Oh mein Gott. For the birth of a new god and the coming of a lord. Ja, aber es ist okay. Es ist definitiv nervig. Aber wir geben nicht auf. Wir kriegen das hin. So viel kommt ja wahrscheinlich auch gar nicht mehr. Deswegen will ich das jetzt auch schaffen. Also ich gebe mich davon jetzt nicht geschlagen. Das kriegen wir hin. Wir haben es ja gerade fast geschafft. Don't you dare poke Nicola the Kind. Needle Knight Letter, Dryleaf Dane and our allies will never allow this. I am the Red Mane, Freya. The time has come. I cannot hope for a worthier foe. This is our moment. Let's make it something to remember. Alter, das ist so absurd. Also ich hab's wieder gemacht. Ich hab bewusst... Ich wusste, ich sterbe. Aber ich wollte einfach nur, um es mir selbst zu beweisen. Die greift mit ihrem Zweihänder einhändig schneller an, als ich mit meinen Krummschwertern. Das ist so absurd. Ich wusste, dass ich sterbe. Aber ich hab mir gedacht, come on... Normalerweise müsstest du die doch irgendwann unterbrechen können, aber die stunt so. Okay, die stunt mich halt, ne? Oder staggert, nennt es wie ihr wollt. Ja, wir machen die 2 Stunden noch voll. Also ich bin bei. Wir streamen seit 2 Stunden. Ich nehme jetzt seit 1:56 auf. Also wenn wir noch so 2-3 Versuche machen wir noch und dann ist gut für heute. Redmane Freya, the time has come. I could not hope for a worthier foe. This is our moment. Let's make it something to remember. Alter, wo kommt Moore denn jetzt schon her? You and I, fighting. The tragedy this is. Okay, ich meine, das ist gar nicht so verkehrt manchmal mit dem weggeschleudert werden von ihm, muss man dazu sagen. Ich wollte rollen, ja, ich bin tot. Alter, oh mein Gott, ist das... Moore, hau ab, Mann! This battle could not be more fitting. For the birth of a new god, you were fine. Alter. Nicola the Kind will help us forget.
Und dann kommt der angelaufen, weil der einfach ein Arschloch ist. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Boah, das ist also... Also die Kombination aus den Gegnern in Kombination mit den Fähigkeiten, nur mit seinem verdammten Schild und diesem letzter Versuch. Nur mit seinem Schild und dann das Scharlachfäulegefäß und dann kommt noch Trockenblatt Dane, der einem am Arsch klebt. Alter, was hat man sich dabei gedacht? Also das ist schon echt hart, 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 ey. Wir müssen Freya direkt... Achso, ich wäre ja tot. Ja, ja, stimmt ja. Ich muss ja... Hä? Och, Mann. Fuck you, Alter. Ich... Okay, das war aber gut jetzt. Das war tatsächlich gut. Jetzt Moor. Der mich... Oh mein Gott, ist das dumm. Oh mein Gott, ist das dumm. Oh mein Gott. Ich hab getriggert. Ich hab getriggert. Okay, okay. Nee, also ich weiß nicht, was man sich... Nee. Also wir versuchen nochmal eine Sache. Sprungangriff ist natürlich auch Quatsch, ne? Eigentlich wäre das besser. Oder halt Blutungsschaden plus und dann, so. Don't you dare approach Mikula the Kind. Needle Knight's Letter, Dryleaf Dane and our allies will never allow this. I am the Red Mane, Freya. The time has come. I could not hope for a worthier foe. This is our moment. Let's make it something to remember. Alter, jetzt ist Moor schon da. Oh Mann, Alter. Me and I, fighting. Tragedy this is. I never could have imagined it, that you might be the Erdtree's rightful lord. Such as it is, this battle could not be... You were fine. Truly, a glorious battle. It was... Mikula the Kind will help us forget.
What the fuck, der Damage? Hä? Oh das mein Gott. Nee, ich weiß es nicht. Ich bin... Och man, das ist ja jetzt, also das ist jetzt wieder so eine Sache, da ich liebe dieses Spiel, ich liebe dieses DLC, alles geil, aber das ist so eine Sache jetzt, die mich wieder ein bisschen, die an mir nagt, ne? Weil ich mir so denke, meine Fräse, why? Why? Ja, wir machen es jetzt nochmal auf die Variante 1, wir gehen mit Mass Damage rein, mit Blutung. Mit dem Talisman, vielleicht geht's ja noch besser. I am the Red Mane Freya. The time has come. I could not hope for a worthier foe. This is our moment. Let's make it something to remember. Fighting. Tragedy this is. I never could have imagined though, that you might be the Erdtree's rightful lord. Alter, es ist so dumm. Es ist halt wirklich. Could not be more fitting for the birth of a new god. And the coming of a lord. Nicola the Kind will help us forget. Oh mein Gott, dieser Stun-Scheiß. Was soll ich machen? Ihr seht's ja. Ich geh ran, werd beworfen. Ich greif an, werd beworfen. You were. Und dann auch noch sein Schaden, ne? Von Moore. Guck es euch an. Der hat ja auch keine Angriffsanimation mit seinem Schild. Einfach so. Aber es war gut eigentlich. Es war gut, aber... Also doch mass Damage. Okay, wir machen es morgen. Also wie gesagt, ich muss jetzt aufhören. Ich muss morgen, ich habe morgen einen sehr, sehr wichtigen Termin. Ein Termin, bei dem ich auch wach sein muss. Der mich auch sehr viel kostet tatsächlich. Gut, also, morgen machen wir hier weiter. Morgen Abend, 22, 23 Uhr. Und wir legen die. Ist mir egal, wenn wir 2 Stunden lang den Bosskampf machen. Also, diesen... Ist es ein Bosskampf? Ja, irgendwie ja schon. Also, wir machen die auf jeden Fall. Ist mir egal, wie lange wir brauchen. Wenn wir morgen das nicht hinbekommen, dann machen wir es übermorgen weiter. Da bin ich ganz kalt. Und wir machen es folgendermaßen. Wir gehen auf Mass Damage. Wir gehen auf Blutungsschaden, so wie gerade eben der letzte Versuch. Wir nehmen Mox Talisman. Goldbolzen. Wir gehen auf Mass Damage, Blutungsschaden, Freya schnell weghauen, dann müssen wir gucken, dass wir Moore loswerden, am besten ohne, dass er sich heilt. Irgendwie so probieren wir es. Keine Ahnung. Und wir schaffen es. Das ist der Plan. Wir machen keine... Hier, das kommt weg. Wir machen das so und Ende. Wir gehen auf Mass Damage. Da uns ja sowieso trocken Kleeblatt Dan am Arsch hängt, können wir eh nicht großartig goldene Welle machen. Wenn wir den Kampf geschafft haben, gucken wir uns diesen Raum an und genießen einfach das Spiel weiter. Also der Kampf wird Krampf. Kampf
wird Krampf. So nenne ich den Stream morgen. Krampf-Kampf. Kampf-Krampf. Eins von beidem. Leute, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und schaut gerne morgen wieder rein. Ich denke mal 22, 23 Uhr. Und dann werden wir diesen freudigen Bosskampf zu Ende bringen. Bis morgen. Ciao. Gute Nacht. Also bis heute ist es ja. Naja.